Holla Rö, dies bin ich und das ist er. Mats und Tom sind hier. Und wenn ihr dieses Setting seht, wisst ihr, oha, da kommt jetzt was. Und ich hoffe, dass genau auch das jetzt gleich passiert. Es kommt jetzt was. Ausgangssituation ist für mich nämlich eine etwas wackelige, weil Tom weiß überhaupt zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was passiert. Das bedeutet aber auch, dass die gesamte Technik gerade so, es sollte funktionieren. War ein spannender Setup. Wir haben eine halbe Stunde einen Controller verbunden und so. Und wie ist es Garfield? Ich hoffe, er nimmt es mir nicht zu übel, dass das doch Garfield ist. Ihr wisst schon, was es ist und es ist alles ein bisschen wild. Und ich möchte nur an der Stelle noch einmal bestätigen, hast keine Ahnung, was ich jetzt weiß passiert. Nicht, okay, cool. Weil ich würde sagen, wir starten erstmal, bis Tom weiß, was es ist. Und dann kann ich euch und auch dir noch ein kleines bisschen dazu erzählen. Also ich kann mir nur basierend, alles, ja? was ich sehe ja? von dem Spiel, ist gerade das, was ihr hier seht. Und ich habe gehört, wie sich das anhört, wenn man hoch und runter geht hier. Und das klingt alles nach Super Nintendo RPG. Da sind wir gar nicht so weit weg. Tom, ich gebe dir jetzt diesen Controller und du darfst einmal sehr gerne. Wir machen Deutsch, ne? Wir machen Deutsch, das ist in dem Fall. Ja, auch das ist die Textcrawl. Sound von Terranigma, würde ich sagen. Sprache kann im Menü in den Optionen geändert werden. Das ist eine Beta. Sollten Fehler auftreten? Okay. Habe ich schon ausgemacht, da wäre oben rechts. Also wir spielen etwas, was, sagen wir mal, nicht offiziell ist. Was noch nicht fertig ist, was nicht offiziell ist. So. Starten, ich glaube, auf Start müsste das eigentlich sein. Das funktioniert nur gerade nicht. Musst du vielleicht mit der Maus machen? Nee, nicht mit der Maus. Ach so, richtig. Mit einer anderen Maus? Maus noch da. ja, habe ich. Wir sagen ja, das Setup ist ein bisschen. Das kriegen wir aber. Ich weiß nicht, ob ich da warte. Doch. Oh Gott, es geht schon los. Enwheel Media? Acclimate Engine 2. Kenne ich nicht. Ich krieg's bestimmt noch da oben irgendwann weg. Das Bugding? Bestimmt gleich. Kannst du ein bisschen lauter finden? Das ist direkt das Intro von Terranigma, nur in grün. Unser Planet besitzt zwei Seelen, ein heiles und ein krankes Antlitz, eine Licht- und eine Schattenseite. Hast du ein Sequel gebaut, Mats? Mal eben so. Am Anfang herrschte Finsternis auf Leyana. Verderbnis hielt die Welt im Griff. Dämonen wuchsen heran. Mir war Terranigma auch nicht grün genug. Nee, mehr grün. Die Welt zeigte ihr dunkles Gesicht. Es ist für uns gerade Breitbild. Soll das Breitbild sein? Wir gucken gleich nochmal ins Menü. Eventuell ist das für euch schon korrigiert, falls es nicht so sein soll. Also man kann alles einstellen. Wir können es auch wieder auf. Durch die Kraft des Aurea entstand Leben. Menschen wuchsen heran und vertrieben die Schatten. Das ist irgendwie voll weird. Ich habe die ganze Zeit erwarte ich, dass da eigentlich so leicht andere Sachen kommen. Ja. Lange Zeit regierte nun das Licht. Leyana. Ein Zeitalter des Friedens brach an. Eintracht herrschte in den Landen. Oh, in den Landen. Das Aurea hielt das Gleichgewicht von Licht und Schatten. Hell leuchtet das Firmament. Aurea Borealis um diese Jahreszeit? Die Welt zeigte ihr helles Gesicht. Die Welt zeigte ihr helles Gesicht? Naja, man hat manchmal ein helles und dunkles Gesicht. Doch jüngst regt sich ein Schatten am Horizont. Wir sind aber direkt schon diverse neue Sprites. Das Gleichgewicht auf Leyana gehalten war anderswo ins Wanken geraten. Denn wo kein Schatten ist, kann auch kein Licht sein. Und andersrum. Aber auch manchmal so. Was wird das, Mats? Schmerra, Schmigma. Ist ja doch Terranigma. 2. The Sequel. Dreckening. Diese Musik ist so gut. Es ist wirklich so gut. Das ist so gute Musik. Oh, jetzt, wo ich es auch gerade nochmal gespielt habe. In Rot diesmal. In Rot diesmal. Und es ist tatsächlich Terranigma 2. The Continuous. Ich weiß nicht, ob du... Doch, das sagt mir tatsächlich was. Es ist nämlich seit... Ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Seit 2003 oder sowas ist das, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch voll alt. Ja, es ist voll alt. Aber tatsächlich ist diese Demo jetzt sehr, sehr neu. Weil die ist, glaube ich, im Februar... im November letztes Jahr. Es ist nämlich wieder aufgenommen worden und es wurde
sehr, sehr viel dran gearbeitet und jetzt gibt's quasi die erste Episode komplett spielbar. Ja. Und was ich gesehen habe, hat mich sehr freudig erregt und ich war die ganze Zeit so, mein Gott, das muss ich Tom, und ich wusste aber nicht, ob du das weißt und ob du das schon gesehen hast. The Continuance ist was, wo ich original gefühlt vor 10 Jahren zuletzt mal mit in Berührung kam, als ich mich halt mal so mit dem Terranigma und im Netz beschäftigt habe, weil Terranigma hat ja eine ziemlich passionierte Fanbasis, wenn man sich allein schon anguckt, wie oft der Soundtrack auch irgendwie neu bespielt oder remixed wird. Und ja, zu Recht, weil wir beide sind ja große Fans von Terranigma. Du hast es ja gerade erst wieder im Stream. Du bist durch, ne? Ich bin jetzt gerade durch. Deswegen, ich wollte ja die ganze Zeit dir das schon seit Monaten quasi das spielen und mit dir auch spielen, weil ich kenne davon jetzt auch nichts. Ich habe es einmal gecheckt, ob es läuft. Und ich habe ein paar Sachen gesehen, die ich sehr cool finde. Und das soll wohl tatsächlich auch sehr gelungen sein. Okay. Ja, ich finde solche Projekte irgendwie voll süß. Aber ich habe auch immer so ein bisschen Angst davor. Ja, dito. Ja, weil einerseits Angst davor, dass ich es nicht mag und dann muss ich hier so irgendwelchen Fanleuten sagen, fand ich nicht so gut, das fühlt sich nie gut an. Aber auch so dieses, es ist ja, also gerade so ein Spiel wie Terranigma hat ja so einen heiligen Status, weil es halt so ein ehrerbietiges RPG ist. Oh, thanks to Quintet ist das direkt süß. Ich glaube, es wurde sich zumindest sehr viel Mühe gegeben und das muss man ja auch immer noch sagen, das ist eine Beta. Also es ist immer noch kein fertiges Spiel, das heißt, wenn so Sachen sind, wo wir feststellen, oh, dann ist das, glaube ich, ist das auch kein Problem. Also man merkt, die Erwartungshaltung ist ein bisschen Pandering. Mir ist es tatsächlich ein bisschen, das ist quasi die Geschichte vom ersten Teil. Ja, ne? Gewesen. Ich bin da sehr gnädig, weil ich freue mich einfach nur drüber, dass wir noch ein paar Stunden in Terranigma miteinander verbringen können. Ja, das ist mehr Terranigma, das ist schon. Ich glaube, ich habe keinen richtigen Start-Button auf dem Controller hier gerade. Das wäre merkwürdig. Jetzt. Okay, cool. Da sehen wir auch die Beta, das ist die 721, die ist jetzt wirklich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht sehr alt. Deswegen, wir gehen mal in die Option, weil da gibt es einiges, was cool ist. Textbox, VSync, Hard, Alt, Neu. Wir können auch irgendwo die, ich glaube, beim Monitor oben kannst du die Auflösung einstellen. FPS, PAL, NTSC, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir machen es jetzt so, wie es ist. 16:9? Wir korrigieren das in Post für euch. Aber dann, und wir können es ja auch für uns korrigieren, weil wir haben ja einen 4:3-Modus im Fernsehen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt, ist das 4:3 oder ist es 16:9? Nee, es ist... Nee, weil das ist nur einfach stretched. Ja, das sieht stretched aus, wenn ich mir die Buchstaben und so. Ja, das ist jetzt halt einfach das, ne? Ich wollte halt wirklich diesen Moment haben, wo Tom hier sitzt und sagt, oh, was wir ist spielen das jetzt denn zusammen Terranigma. Ich habe mir aber schon gedacht, dass du da schon mal von gehört hast. Deswegen bin ich nur ein bisschen enttäuscht. Ja, das sieht doch viel besser aus. Bisschen enttäuscht. So, jetzt sieht es für uns auch aus wie 4:3. Ja. Und für euch sowieso schon die ganze Zeit. Genau, dann lasse ich den Rest jetzt einfach mal so, wie er ist, weil die werden sich schon was dabei gedacht haben. Gehe von aus. Und machen neues Spiel. Es sind nicht so viele EntwicklerInnen. Also, ins Gebäude rein. Okay. Kannst du mal die Maus wegmachen? Unauffällig. Oh, what the fuck? Story. Oh, die KP. Ja. Ich würde aber auf normal ist, glaube ich, cool. Ja, das ist ja aber lustig. Also, da ist richtig Arbeit reingeflossen. Ist ja nur auch schon seit. Kann im Spiel. Wie lange ist Beyond Good and Evil 2 jetzt in Entwicklung? Das ist jetzt das am längsten. 2008 wurde es zum ersten Mal angekündigt. Ja, dann ist das hier länger. Ja, das stimmt. Episode 1. Boah, ich krieg's. Also, als ich es gerade nochmal gespielt habe, freue ich mich irgendwie gerade sehr. Einfach nochmal, ich muss hier mal ganz kurz erklären. Ja, eigentlich fühlt sich's für mich falsch an, dass ich das spiele. Musst du das nicht spielen? Nee, du hast doch. Ragnara, Gott der Unterwelt, das vernichtet ist vom auserwählten Helden, von der Finsternis geschaffen, zum Licht gekehrt. Ist ja Ende erstes Spiel. Das ist ja quasi der Endkampf. Spoiler übrigens für Terranigma 1 jetzt, ne? Ja. Ja gut, wer sich das nicht selber denken konnte, ist aber auch selbst schuld. Ist das Böse für immer vernichtet? Endet hier der Kampf zwischen Licht und Schatten? Ich habe den Verdacht, nein. Ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht. Das ist, glaube ich, auch Zitat. Ich bin halt sehr gespannt auf neue Sprites, weißt du? Oder ob wir einfach nur Recolors oder so bekommen, weil im Intro war jetzt schon einiges neu. Ist vor allen Dingen eine Sache, über die ich mich immer so ein bisschen geärgert habe, ist in diesem Spiel behoben. Zwei Sachen tatsächlich. Okay, über was ärgerst du dich denn? Hat das was mit den Zaubern zu tun? Ey, oh Gott, die Zauber, okay, vielleicht 3, I don't know. Aber Ark fällt in tiefen Schlaf. So hat es wieder. Ja. Das ist exakt das Ende von Terranigma 1. Ich konnte meinen Hauptcharakter gar nicht ihr nennen. Das ist ja schade. Ja, stimmt, eigentlich auch Kurti, aber das ist das Schöne durch so Wiedergeburt Kurti. Und so. Kurti, der große Held. Das klang sehr unterhaltsam. Übrigens, Leute,
Mats und ich, wir haben 2015 Terranigma zum ersten Mal gespielt. Da gibt es eine Aufzeichnung auf dem Super Kreuzburg Live-Kanal. Verlinken wir. Und du hast es halt jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal bei dir im Stream gespielt. Ja. Nur damit ihr wisst, warum das Spiel bei uns jetzt auch uns schon eine Weile begleitet. Und es ist tatsächlich so, weil am Ende des ersten Teils stirbt er ja und wird als Vogel wiedergeboren und fliegt. Genau. Und da hat man diesen letzten Moment, wo er an der Tür von Melina pockt. Zumindest kann man das sehr so interpretieren. Ja, genau. Also machen wir das dann hier im Spiel auch? Ich glaube, wir sind jetzt. Ist er da ein Vogel? Ist das sie? Offensichtlich sind wir gerade die Möwe. Ich liebe es jetzt sehr. Diese Situation finde ich sehr lustig, wenn man das weiterspinnt und Melina macht die Tür auf und da ist so ein Vogel. It's me! Was zum Teufel? Wo bin ich hier gelandet? Ich sah diesen Felsen schon von weitem. Er kam mir bekannt vor. Wie aus einem lang vergessenen Traum. Was es damit auf sich hat? Okay, hat offensichtlich seine Erinnerung verloren. Wir können direkt hier den kleinen. Oh! Was bin ich hier? Okay, das ist Game Over. Ja, das ist ja fancy. Das ist ja schon mal sehr gut. So, was sagst du hier? Sei gegrüßt, Fremder, in letzter Zeit verirrt sich selten jemand hierher. Willst du unsere Gastfreundschaft? Ich muss noch reinkommen. Dann sprich mich Dunbar. Du findest ihn beim höchsten Punkt des Felsens. Haben wir den eigentlich in unserem Playthrough wieder rausgeholt? Haben wir den rausgekauft? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht. Also ist jetzt nochmal. Also Dunbar ist kann der ja König. Kann ja super viel optionalen Kram machen. Davon haben wir sicherlich nicht alles gemacht. Ich glaube, ich habe alles gemacht jetzt. Ein Reisender, was führt dich hierher? Wir Königsvögel sind oft ganz allein hier oben. Weil der bitte Pöbel wollen wir nichts zu tun haben. Du weißt nicht, wie du fliegst. Drücke die Sprungtaste, um abzuheben und lasse sie los, um wieder zu landen. Aber wie bist du überhaupt hierher gekommen? Gelaufen nicht. Das finde ich super. Oh, ich krieg schon, das ist schon... Smooth vor allem. Ich krieg schon so Flashbacks. Hallo Reisender, ich fliege nach Neo-Tokyo. Die Menschenstadt dort wurde vor kurzem zerstört. Die Insel ist aber immer noch wundervoll. Wie dunkel deep der ganze Scheiß ist, ist mir nochmal. Also wirklich. Das ist halt wirklich hammerhart. Du spielst halt ein Super Nintendo-Spiel und dann ist es okay und wir rotten jetzt einfach alle aus und dann küsst du da hin und da ist noch ein Mädchen ist noch unten und alle anderen und dann kommen die Rettungs-Esses alles. Ja. Hallo, die Winde werden mich ins Safarium tragen. Willst du mich dorthin begleiten? Ich kann dich aber nicht ohne Erlaubnis mitnehmen. Ja, du nicht! Hallo Fremder, ich besuche bald die Windgrotte Orkania. Möchtest du sie auch sehen? Dann sprich mit Dunbar. Die Windgrotte ist so ein völliger Blödsinn im Spiel. Bis die Dunbar einfing, war ich oft in der Nähe der Menschen, um zu handeln. Jetzt musste ich meinen Laden schließen. Scheiße. Das war wirklich wir scheiße. Klettern? Nee, das okay, ist alles. Ja, wir können ja fliegen. Vor Gott. Dunbar! Sei gegrüßt, Fremder! Ich heiße dich im King's Nest willkommen. Bleib doch so lange du willst. Die meisten Vögel meiden diesen Ort seit dem Vorfall mit den Menschen. Vorfall? Menschen? Was ist passiert? Sie überfielen unser Nest und sperrten mich ein. Ich bin sehr enttäuscht. Vertraute der Menschheit. Das ist gut, dass ich die noch im letzten Run befreit habe, sonst wäre das jetzt ein Bruch. Erst vor kurzem hat uns einer erweckt. Sein Name war Ark oder ihr oder Kurti. Ark, seltsam. Ich kenne diesen Namen. Er fühlt sich so vertraut an. Oh. Offensichtlich haben wir vergessen. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ark, das bin ich. Ich war hier. Ich erweckte die Pflanzen, die Vögel, die Tiere und die Menschen. Dann kehrte ich nach Krista zurück. Was ist passiert? Und dann ging alles den Scheißbach runter. Die Menschen. Pum, pum. Oh, oh, oh. Kommt jetzt erstmal Flashback? Spielen wir jetzt erstmal den ersten Teil? Oh. Verwandeln wir uns jetzt an Ort und Stelle zurück? Weil wir uns wieder, wir waren das die ganze Zeit. Ich mochte aber zu fliegen. Vielleicht können wir uns verwandeln? Ich weiß, wie gesagt, ich weiß ganz wenig. Das wusste ich auch nicht, dass wir direkt im Verb sein können. Eine tiefe Stimme halt aus der Ferne. Ferne. So, ich muss selber weiter drücken. Du hast lange geschlafen. Ruhtest nach deiner schwerlichen Reise. Deine Seele ist zerfetzt und deine Welt steht kurz vor dem Untergang. Aber das Wetter ist gut, doch noch ist es nicht Zeit für dich zu sterben. Erhebe dich! Wer kann es sein? Lord Kumari? Der hat uns ja im ersten Teil. Ark. Ark. Wach auf! Auf. Jetzt Krista wieder? Ja. Ja.
Ich hoffe, der Rest ist jetzt einfach nur ein Romance-Plot zwischen ihm und Melina. Nee, zwischen ihm und Roy würde ich eher, weil da war schon eine gewisse Spannung. Da war schon knistern. Langsam beginnt sich arg zu regen. Achso, wir sind gar nicht mehr im... Ja, beginnt er? I'm trying. Das ist sehr langsam. Muss vielleicht Start drücken? Nee. Das ist wirklich sehr... Soll das so? Sehr langsam beginnt er sich zu regen. Also er regt sich. Arg. Ist Arg wirklich eingeschlafen? Arg ist tot. Er riecht auch schon so. Ich guck mal, was ich aus der Regie aus machen kann. Technical Support. Dab. Wir möchten gerne einen Bug melden. Ja, der Startknopf funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir kommen nicht ins Menü. Drück mal. Warte mal, gucken wir gleich mal. Das war ein seltsamer Traum. Ich fühle mich so erschöpft. Hallo. Ich bin in Christa. Jetzt wird gar nichts mehr. Aber wir sind noch verbunden. Goddammit. Leute, wir haben so lange gebraucht, um überhaupt einen Wireless-Controller an den PC zu bekommen, weil unser Adapter nicht wollte. Wir haben den Controller wieder, das war tatsächlich wirklich hier unsere Software, nicht das Spiel, nehmen wir zumindest an. aber hieß es nicht, die Unterwelt würde untergehen, träume ich denn immer noch? Ach, komm, dorthin, wo alles begann, in den Keller. Des alten Mannes. Oh! Hallo Röck! Oh. Diese Stimme klang aber sehr real. Was hat sie bloß gemeint? Okay, das ist super. Hat sie wirklich Hallo Röck noch verbaut? Ist halt Canon, ne? Speichern. Okay, wir haben ein paar. Dateien. Oh no. Oh no! Okay, ich konnte abbrechen. Ich habe jetzt abgebrochen, ich habe nicht gespeichert. Wir bräuchten noch eine Tastatur. Braucht man eine Tastatur zum Speichern? Kannst du nicht hier irgendwie irgendwas? Nee, es gibt keine virtuelle Tastatur. Dann speichern wir einfach erstmal nicht. Was kann passieren? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei einer Beta in irgendeiner Art und Weise problematisch werden sollte. Oh Gott, du liebst das Risiko, wa? Oh, das ist schon sehr... Das ist sehr... Ist das hier ein bisschen anders eingeräumt? Es sieht ein bisschen größer aus, ne? Ja, irgendwas... Kannst du ins Menü eigentlich? Nee, geht ja noch nicht. Wir haben ja kein Fluffy. Es gibt ja kein Menü. Ja. Ich hab eine. Oh. Oh. Auf dem Buch steht Aktionskatalog. Eine Seite ist hervorgehoben. Aktionstaste, Objekte nehmen und okay, werfen. Okay, ja, es ist. Wir wissen. Also, ich bitte dich. Tom hat da schon gespielt, da gab's noch kein Internet. Ork, Hilfe! Wir wissen nicht, wer es ist. Hilfe! Aber ja. Es muss ja eigentlich Fluffy sein. Es muss oder ein Fluffy aber sein. Aber es wäre doch irgendwie weird, wenn es jetzt einfach exakt das gleiche wird. Oder? I don't know, vielleicht spielst du mir. Arg, hilf mir. Bei mir hatte der so einen nordischen Slang, der Fluffy. Wo ich auch immer noch nicht so ganz verstehe, wer das ist. Also Fluffy. Fluffy ist ja ein Fluffy, also dieser Fluffflugball ist ja der Ursprung von allen Menschen. So. Sagt Fluffy. Ich würde ihm das nicht glauben. Die Truhe, sie ist hier, genau wie damals. Was hat das zu bedeuten? Arg vernimmt eine vertraute Stimme hinter sich. Ork, endlich! Es ist Melina? Ja, sie ist doch da. Nee, oh, was? Aber Christian. Jetzt Ghost Melina. Das gibt's doch nicht, Melina? Was ist denn mit dir geschehen? Potzblitz! Ork, endlich sehen wir uns wieder. Ich starb. Oh Gott. Ich starb in Storkolm und wurde wiedergeboren. Welch ein glücklicher Zufall. Auf einem fremden, fernen Ort. Was haben wir gesagt? Liana? What? Da bin ich tot gegangen. Nee, da wacht sie gerade auf. Ach so. Wie geschieht mir? Es sieht hier weder aus wie ein Storkalm noch ein Kristall. Würde ich jetzt bei der Textur... Wo bin ich? Kann ich sie jetzt steuern? Okay, wir waren eine Möwe, jetzt sind wir Melina. Es ist ein sehr wildes Spiel. Aber auch so ein ähnlicher... Keller. Stimmt. Ist das die Oberwelt dann? Aber das war doch eigentlich nicht Storkalm, war doch die Oberweltversion der Unterwelt, Kristallversion. Also ist wie... Nochmal ganz kurz, im Original ist doch am Ende, hast du ja nochmal Christa, wo du ja eigentlich auch denkst, okay, das muss ja irgendeine Art von Zyklus sein oder irgendeine Art von... Hab ich mich böse gestritten schon im Chat, da haben wir schon Schlägereien ausgemacht. Wieso? Weil ich immer die ganze Zeit sagte, das ist ein Kreislauf. Und dann war so, nein, es ist kein Kreislauf.
es ist ein Anfang und ein Ende. Und ich war so, ja, aber es ist doch vielleicht auch trotzdem Kreislauf. Ja. Weil so auch der Ring des Schicksals und wird durchbrochen. Und naja, gut, ich finde, es ist sehr eindeutig ein Kreislauf, weil das, was du ganz am Anfang machst, du belebst ja die Kontinente wieder. Das heißt, es ist ja schon mal passiert. Genau, es ist also schon. Es gab sie schon mal. Ja, die Welt ist schon mal untergegangen. Genau, die und der Welt Kreislauf ist schon mal untergegangen. Wird ja durchbrochen, weil Ark am Ende ja dann nicht stirbt, also der böse Ark. Sondern als böser Ark quasi den Helden wiederbelebt und dann fusioniert und so durchbricht er ja den Kreislauf. Eigentlich. Eigentlich. Aber deswegen, am Ende hast du ja trotzdem Melina wieder, die vor der Tür steht. Und das muss ja dann schon irgendeiner Form von Wiedergeburt sein. Genau, eigentlich ja. Und der stirbt ja auch und wird ja als Licht, was ja die Seele ist, wiedergeboren, nur als Burp. Wiedergeburt ist ja auch das Ding von Terranigma, ist ja Wiedergeburt. Ja, aber wie gesagt, wir haben Schlägereien im Chat ausgemacht. Ja, okay. Und das werden wir noch ausboxen. Wäre schön, wenn du mitkommen würdest, weil ich bin kein schlechter Boxer. Ich kann dir helfen, Boxer. Ja. Gefängniswärter? Melina? Was hat sie? Achso, weil sie den König umgebracht hat? Spielt es da? Melina, aufwachen! Ich finde schön, dass sie. Heißt aber wirklich nur Melina. Ja. Ich lebe nicht mehr! Achso. Was sie wohl dieses Mal wollen? Mir glaubt doch eh niemand, was ich erzähle. Okay, das wird, glaube ich, eine ganz wilde Geschichte. Die Musik ist ein bisschen happy dafür, dass wir hier. Das Problem hat Terranigma aber auch an anderen Stellen manchmal, wo so einfach das abgefackelte Dorf und es ist so diese. Auf Befehl des ehrwürdigen König Godrics wird deine Strafe für Einbruch erlassen. Du wirst stattdessen unter Hausarrest gestellt im Königspalast. Wie kann er das nur ernst meinen? Na gut, bleib ja dicht hinter mir. Oh oh. Okay, dann hat sie. Sie ist eingebrochen. Ja, weil sie da gefunden wurde. Ja, das. Ah, stimmt, im Keller gefunden. Ja, ja, ja. Also, sie wusste ja nicht, wo sie ist. Es gibt Äpfel. Gleich mal ein Bettessen. Bettessen machen. Das war krass, es ist wirklich voll Cutscene getrieben bisher. Ja, wir müssen erstmal reinkommen, das gab's früher nicht. Welch seltsamer Ort, wo bin ich hier bloß? Christa und die Unterwelt habe ich schon lange verlassen. Zuletzt war ich in Storkolm mit Ark. Storkolm? Der Storkolm. Der Storkolm kommt. Ich frage mich, wie es ihm geht. Ich meine, er war tot. Ich will ihn wiedersehen. Ob er noch lebt? Bin ich überhaupt noch am Leben? Was ist Leben überhaupt? Noch oder wieder? Huch, wer ist da? Melina, seine Majestät der König wünscht sich mit euch zu unterhalten. Die Sau. Zeigt vor ihm Haltung und macht keine Dummheit. Ach nee, wir sind ja woanders. Wir sind, was ist der König Godrick? Wie hieß Godrick. Der? Ist der aus Elden Ring, kenn ich. Ah. Erfahre ich nun vielleicht, was dies alles zu bedeuten hat? Ah, er kommt sogar. Nee, doch. Ja, ja. Hat seinen Bruder mitgebracht. Seine Majestät, der Herrscher von Leana, König Godrick. Ich konnte jetzt nicht widerstehen. Oh, seid gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr wenig Umgang mit Leuten des Adels. Aber genug der Formalität. Ihr werdet hier nicht länger gebraucht. Jawohl, mein Herr. Sag auf einmal Geld. Melina, richtig? Deine Anwesenheit ehrt mich. Wir erhalten selten Besucher von... Oh, aber eins nach dem anderen. Oh boy, wir kriegen erst noch was. Er weiß schon scheinbar. Ja. Besucher? Was meint ihr? Was geht überhaupt vor? Alles zu seiner Zeit. Ich kann nicht lang bleiben. Nur meine engsten Vertrauten wissen überhaupt von deiner Existenz. Sag, weißt du, warum du hier bist? Was? Nein, ich verstehe gerade gar nichts. Verständlich, ihr dumme Pöbel. Also erzähl mir erst, wie du hergekommen bist. Nun, es passierte so. Dankeschön. Ah, okay. Ah, ja. Mhm. Das klingt ja unglaublich. Was geschah dann? Da kam der Krieg. Nun liegt die Welt in Trümmern und die Seelen der Lebewesen sind fort dort gefangen. Kann nicht mehr lange bleiben. Nein, bitte geh nicht. Ich möchte dich nicht wieder verlieren. Kann ich irgendwas tun, um dich zu retten? Smooth, übergeklebt. Vielleicht, wenn eine Leana retten kann, dann du. So wie du diese Welt gerettet hast. Doch es ist ganz weit weg von hier. Wenn es einen Weg gibt, wird die Truhe ihn dir zeigen. Und nun, leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Also wir gehen hier eher in parallele Welten als alles andere. Nein, bitte bleib bei mir. Ark, ich. Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? Wir kriegen nicht mal eine Auswahl. Terranigma hatte immer Auswahl. Nee. Möchtest du der Person da die Quest geben? Nein. Ich hätte jetzt auch weggehen können wahrscheinlich.
Aber wird's wieder fluffy? Okay, never mind. Was geschieht hier? Es ist noch nicht an der Zeit. Wer wagt es, meinen Schlaf so unverfroren zu stören? Da ist offensichtlich die Kreislauftheorie mit drin. Anderes Vibe durch den Norden. Was, Fluffy? Ich bin's nur. Was ist denn in dich gefahren? Ark, ist das dein Ernst? Die Unterwelt besteht ja noch. Das ist viel zu früh. Also hier ist offensichtlich ja Kreislauf. Leg dich wieder schlafen. Wir sehen uns im nächsten Leben. Nein, hör doch zu. Etwas ist passiert. Der Geist von Melina ist mir erschienen. Ein Geist, sagst du? Das hast du sicher nur geträumt. Nein, Mann, ihre Stimme hat mich geweckt und in den Keller geführt. Ja, das erzählen sie alle. Sie erzählte mir von schlimmen Ereignissen in einer Welt namens Leyana oder so. Oh, Leyana, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Ja gut, ewig nicht mehr. Jetzt glaube ich dir arg. Gut geraten. Aber das war sehr leichtsinnig von dir. Du riskierst das Schicksal dieser Welt, weil du deine Freundin wiedersehen möchtest. Ich dachte, du hast auf deiner Reise dazugelernt. Ich war zwischendurch ein Vogel, da ist mein Gehirn geschrumpft. Außerdem unterschlägt Ark hier möglicherweise den harten Betrug, der ja Terranigma 1 stattgefunden hat. Zwischen Fluffy und ihm? Wo dann Fluffy auch gestorben ist und dann, mitgegangen ist, weggegangen ist und dann gab es direkt Fluffy 2. Das dachte ich beim Spielen ist auch... Vielleicht ist das ja schon wieder ein anderer Fluffy 3, also. Es ist mehr eine Entität. Hör mir doch erstmal zu, sie sprach von einem Krieg und davon, dass Leyana zerstört wurde. Was? Ja, nee, das ist vollkommen unmöglich. Es sei denn... Naja gut, es war richtig, mich zu wecken. Leyana klingt aber auch sehr wie so ein Fanfiction, Fantasy-Planet. Durch den Schrank in die Welt von Suron. Suron, finde ich auch gut. Endlich siehst du mal etwas ein, Fluffy. Ja, ich will sie wiedersehen, aber meinst du nicht, dass es richtig wäre, diese zerstörte Welt zu retten? Es ist sogar extrem wichtig. Also schön, du musst, Achtung, jetzt wird's wichtig, einen Weg finden, nach Leyana zu gelangen. Nimm die Truhe erstmal mit, ich werde sie wieder für dich verwalten. Flop! So, jetzt ist die Frage, ob wir gleich ins Menü kommen. Wenn du jetzt mal Start drückst. Ja, okay, geht. Hey, da ist es wieder. Das umständlichste Menü aller Zeiten. Es ist von der Bedienbarkeit vielleicht nicht das Beste, aber es hat Flair. Das stimmt. Ich finde die Vorstellung halt lustig, dass er da ja reingeht. Ja. Ich hatte auch überlegt, was passiert, wenn er einfach ja auch drin so bleibt. Ja, dass er da einfach drin bleibt. Also er lebt ja dann in der Kiste. Geht die Zeit draußen weiter? Ich glaube nicht. Kann er endlos trainieren? Zum Beispiel. Ich habe übrigens auch nochmal, ich hatte in meinem Walkthrough genau dieselbe Situation, dass wir bei... Es gibt ein Schloss, wo man dann einen Endboss kriegt. Hier! Du wirst dies brauchen! Eine Keule zum Verbeulen. Ach nee, da sollen wir rein. Oh, die zwei Kisten. Es ist wirklich alles da. Verstehe. Oh, das ist schlau. Können wir wahrscheinlich dann unsere Maximalanzahl erhöhen oder Und so? Vielleicht auch besser drauf zugreifen. Weißt du, dass wir den Beutel öffnen und dann kann man aussuchen, welche. Mit 10 Talern. Weil, also wer das Spiel nicht kennt, sagen wir so, die Menüführung war sehr eigenwillig. Wie auch das Magiesystem. Es war sehr eigenwillig. Wie auch die Übersetzung. Sehr eigenwillig. Es fühlt sich an, als würde das Buch nach mir rufen. Vielleicht kann ich es mitnehmen. Ark erhält Aktionskatalog. Es wird in deinem Kompendium verstaut. Und hier, also man musste zum Beispiel, wenn man eine Knolle, die Energie wiederhergestellt hat, wenn man die benutzen wollte. Jetzt kann es gibt Präsenz im Hause. Das finde ich ganz nett. Dann musste man ins Menü gehen und entweder im Menü auswählen, dass man sie direkt essen will. Oder wenn du Nein gedrückt hast, hast du sie ausgerüstet und dann hast du sie über einen Shortcut auswählen können. Und das war immer sehr anstrengend. Da ist aber was kaputt. Oh. Und das Magiesystem ist bis heute ein großes Mysterium für alle. Sieh an! Dieses Portal oder Loch war vorher noch nicht da. Es wird dich nach Leyana führen. Danke. Was mich wohl auf der anderen Seite erwarten wird? Das werden wir noch früh genug herausfinden. Ich habe da so eine Vermutung. Fluffy, was weißt du über diese Welt? Nichts, was dir gerade helfen könnte. Du wirst selber eine Möglichkeit finden müssen, diese Welt zu retten. Ich mach gar nichts. Aber ich habe einen nützlichen Gegenstand für dich. Jetzt gibt's aber was. Ein Ring. Kriegen das Aurea. Ist das Magie? Funktioniert die Magie hier richtig? Ich soll dir den Ring für diesen Moment verwahren. Rüst ihn aus, bevor du ins Portal springst. Können wir uns erstmal ordentlich umgucken? Fluffy, wie soll das gehen? Ich kann ohne dich nicht in die Truhe. Oh, probier doch mal das Schnellmenü. Drücke die Taste dafür zusammen mit der Sprungtaste. Sprich mich an, wenn du Probleme mit der Steuerung hast, du Vogel. Tja. Zusammen mit der Aktionstaste.
Wir haben ja das Kompendium. Ach, wir können das jetzt gerade nicht lesen können, oder? Ja, wir haben Probleme. Wir haben Probleme mit der Steuerung. Naja, wir müssen mit Fluffy reden. Probier doch mal schnell und drücke die Taste dafür zusammen mit der Sprungtaste. Hier, warte. Ah. Zählt Schild. Oh, es gibt das Schild L, B. Und was ist das? Was ist das? Mein A, B, X, Y wäre hier. Schild, Zauber unten links. Geht noch weiter nach unten. Truhe, Space, Start. Direktmenü, Shift, L, T, O. Linker okay. Trigger, okay. Zusammen mit der, sagte er? Ah ja. Du hast keine passenden Items. Ja, cool. Probier doch mal das Schnellmenü. Drücke die Taste dafür. Die Sprungtaste. Ja. Ah, okay. Gut gemacht, das Schnellmenü funktioniert für alle Gegenstände. Ich höre dir Trapsen, modernes Videospiel. Jetzt, du findest jetzt auch eine Ringschatulle im Raum mit den Rüstungen. Dort kannst du ihn anlegen. Lass uns aufbrechen. Na denn. Wie du nicht mal dich 3 Sekunden nach dem sprechenden Kürbis umgeguckt hast. Sorry, weil... Fällt er jetzt auf die Erde? Es hat eine gewisse Dringlichkeit. Nein, Leana ist das. Ist nicht ich habe übrigens Erde. Gar keinen Timer gestartet, fällt mir gerade ein, weil ich so aufgeregt war. Es geht jetzt bis über eine halbe Stunde. Die naja, nur. Minus aber die 3 Minuten, die wir brauchten für Controller. 3 Minuten. Tod und Leben. Tod und Leben. Hieß das im eigentlichen Spiel auch so? Kapitel gibt's, ja. Vier Kapitel. Ja, ja, nee, aber hießen die auch so? Das glaube ich nicht. Das war voll ähnlich. Leben und Tod vielleicht. Oha. Als Ark erwacht, nimmt er einen scheußlichen Abwassergeruch wahr. Der trockene Geschmack von Asche liegt in seinem Mund. Ich finde das ganz gut. Warte, nur so trocken bisschen, oder Abwasser? Bisschen an Conan habe ich mich gerade. Das war ein schrecklicher Anblick. Alles ist verkohlt, leblos und das Wasser ist grün. Oh, oh. Ich dachte, die Oberwelt war in einem schlimmen Zustand. Doch das hier soll in dieser verpesteten Luft je wieder Leben gedeihen. Asche und Staub, wahrlich, ein trauriger Anblick. Ich kannte das üppige Land, das mal hier war. Nun ist es zerschlagen. Wann warst du schon einmal hier? Ist das seine Heimatwelt oder sowas? Die Truhe war schon an vielen Orten und das ist einer davon. Vor langer Zeit kam ich dann auf die Oberwelt. Ich werde wohl nie alle deine Geheimnisse erfahren. Du erfährst von mir alles, was du wissen musst, Ark. Nicht mehr und nicht weniger, aber genug geplaudert. Da wir schon mal hier sind, sollten wir uns darum kümmern, diese Verwüstung zu richten. Mit uns meinst du wohl mich. Ich weiß noch nicht mal, wonach ich suchen soll. Es scheint, als wären alle Kontinente bis auf diesen hier Meer versunken. Ich denke, dass das kein Zufall ist. Wenn es einen Weg gibt, den Planeten zu heilen, dann muss er hier zu finden sein. Zum Anfang wäre es gut, wenn du dir neue Ausrüstung besorgst. Ich spüre die Gegenwart von Dämonen. Was heißt neue Ausrüstung? Was ist mit meiner alten passiert? Wird die Truhe abgelegt, zerstört sie die Gegenstände ihres letzten Besitzers. Auf jetzt! Haben wir... Das ist schön. Ja. Wir brauchen irgendeine Möglichkeit zu erklären, warum du wieder von Null anfängst. Ist alles ins Loch gefallen? Oder willst du den Rest deines Lebens in diesem Erdloch verbringen? Flüpp. So, vielleicht sollten wir doch mal irgendwie abspeichern, oder? Naja, wir können ja sagen, an dieser Stelle endet ja auch die Folge. Das ist schlau. Das ist doch schlau. Ganz gut. Und da können wir ja zwischen den Folgen einmal speichern. Ich finde das voll niedlich. Es ist allerdings auch dieser Klassiker von wegen, ich merke, glaube ich, dass Terranigma wirklich kein Sequel braucht. Ne? Ja. Terranigma ist so, es ist halt sehr rund und da kann man ja auch noch darüber hinaus ein bisschen reininterpretieren. Ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen, okay, wir kommen jetzt hier in eine neue Welt, aber wenn ich das schon jetzt lese mit den Kontinenten und so, das wird halt wahrscheinlich eine ähnliche Struktur, wenn ich jetzt raten müsste, wie das Originalspiel, was ja bei so einem inoffiziellen Sequel auch vollkommen fein ist, also habe ich jetzt kein Problem damit. Ich hoffe nur, dass das Spiel nicht die gesamte Länge über so verquatscht ist wie jetzt, weil... Ja. Oder zumindest nicht so linear inszeniert wie jetzt. Weil das ist Terranigma eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Da kannst du ganz viel verpassen und du suchst dir ja so quasi auch indirekt aus, wie viel du von der Welt und der Story einfach mitnehmen willst. Viel davon ist explorationsbasiert. Also, ja. Und vieles ist auch einfach Quatsch. Vieles ist Quatsch. Das ist, also man muss, jetzt auch wo ich es nochmal ein bisschen bewusster gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass auch Terranigma so seine Probleme das hat. Das auf jeden Fall. Auch seine, wo man sagen würde, uff. Also im Intro hiervon steht, es ist das perfekte Spiel. Mit Sternchen. Sternchen, ja, aber nein. Perfekt heißt ja selten das wortwörtliche Perfekt im Sinne von, okay, da gibt es gar keine Makel dran, sondern einfach nur, was es bedeutet für einen, was es so macht. Und für seine Zeit war es ja
sehr ambitioniert. Und es ist immer noch ein sehr eigenes, einzigartiges Ding. Das stimmt, ich finde, es gibt wirklich voll wenig. Es gibt vor allem, was keine anderen Spiele machen oder gefühlt keine anderen, ist die Art und Weise, wie du die Welt beeinflusst. Ja. Weil das ist so cool, dass du halt an so vielen Stellen optional sagen kannst, okay, ich helfe jetzt hier Leuten und sehe unmittelbar oder vielleicht auch ein bisschen langfristiger, wie sich dadurch die Welt verändert. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, das ist auch die ganze Zeit über ein sehr zweischneidiges Schwert, weil wenn dann am Ende die Menschheit da ist und sie einfach alle Tiere versklaven und in den Zoo stellen, saß ich auch da und war so, oh. Es zeigt ja halt auch direkte Konsequenzen von dem, was du tust, und die sind nicht immer positiv. So, und deswegen bin ich gespannt, wie sie das vielleicht hier nochmal so aufgreifen. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung, ich freue mich einfach nur, dass ich jetzt bewegte Sprites sehe und die Musik höre und du neben mir sitzt. Das ist alles, was ich jemals erwartet habe. Oh. Deswegen freue ich mich auf die Folge 2, die dann kommt. Genau, bis dann. Tschüssi.